fliegen, denkt man. Auf der Aktionsfläche hier vorne gibt es aber drei Leute, die jetzt zeigen werden, wie man die Schwerkraft aufhebt und wie man Drachen fliegen kann ohne Wind. Das sind der Ronald, der Felix und der Chris. Die fliegen für euch Vierliner-Drachen, die jetzt rein durch Eigenbewegung in die Luft kommen. Die Drachen haben jetzt so eine Leinenlänge zwischen. Gehst du bitte auch rüber? Gehst du bitte nicht dahin? Gehst du bitte da lang? 5 oder 6 Meter maximal. Dankeschön. Diese Leinenlänge wird auch verwendet, wenn man in der Halle fliegt. Dann ist man ja begrenzt durch die Deckenhöhe. Und wie ihr seht, schaffen es die Jungs ohne Probleme, die Drachen mal Luft zu halten. Wir versuchen jetzt sogar einen Teamflug zu machen. Das heißt, zwei Drachen synchron zu bewegen. Fest zu gleich. Wie ihr seht, so richtig stehen bleiben darf man nicht. Die ganze Sache ist also in dem Fall auch wirklich Sport, weil die Jungs ganz schön rennen müssen. Und der Felix ist gerade am nächsten, das ist der mit den blau-weißen Drachen. Felix, würde ich bitten, komm mal noch ein bisschen rüber hier wieder in Richtung Fresszelt, Lautsprecher. Und zeig doch mal das Manöver Catch and Throw. Also fangen und wegwerfen. Das heißt, er zieht an den Leinen, sodass der Drachen zu ihm runterstürzt, nicht ganz gefangen. Und jetzt wird er weggeworfen und direkt aufgefangen und die Bewegung in einer Flugbewegung vorwärts wieder umgewandelt. Die Drachen, die drei verwenden, sind jetzt in dem Fall alles Eigenbauten, sogenannte Ultralight, also aus ultraleichten Materialien hergestellt. Da wird an jedem dran gespart, um dieses sanfte, schöne Schweben bei wenig Drachen zu finden. Hier rüber, dann ist der mal dran mit diesem Fangen und wieder wegwerfen. Wir fangen mal halb ans Knoten nachher. Versucht jetzt einen Punkt zu finden, erstmal, wo der Drachen etwas Druck hat. Dann muss dann beide Hände in einer Hand geben, reibt oben in die Leine, reißt. Knapp daneben, aber auch gut. Und jetzt wieder aufpassen, der wirft den weg, den und der Wurf und aus der Wurfbewegung wird direkt der Drachen gefangen und wieder in Bewegung. Dafür mal einen kleinen Applaus, das machen die Jungs nicht ganz gut. Sieht man so nicht so oft. Der Ronald dagegen, was mir noch fast besser gefällt, bevorzugt diese sanftere Art des Schwebens. Da müsst ihr mal gucken. Es sieht wirklich aus, als ob der Drache von ganz alleine in der Luft kleben würde. Relativ wenig Bewegung, es kommt alles aus dem Ellenbogengelenk und Handgelenk nur. Und es ist traumhaft schön anzuschauen. Achtung, ich gehe mal jetzt auf Ronald. So, dann könnt ihr alle mal, das könnt ihr alle, ich weiß es, mal das Überkopffliegen machen. Das heißt, der Drachen wird mit einem Ruck über den eigenen Kopf auf die andere Seite geflogen, da wieder aufgefangen, mit den Leinen und die Flugbewegung wieder aufgenommen. Thank you.
Beim Felix sieht man schön, der fliegt einen sogenannten 360, das heißt, er fliegt 360 Grad den Wagen um sich herum. Das Ganze war in Rückfahrt, jetzt hat er gedreht, jetzt fliegt er den 360 vorwärts, jetzt wieder rückwärts. Einer der Vorteile an dem Vierliner-Drachen, der halt in alle Richtungen fliegt, weil es nicht nur die Vorwärtsbewegung hat, sondern auch seitlich, rückwärts, über Kopf und auch diagonal fliegt. Ein Diagonalflieg kann man hier nicht so gut zeigen, dafür brauchen wir irgendwo rein. Ja, dann nochmal kurz eine Situation auf den Ronald mit dem ganz einfarbig weißen Drachen. Der kriegt jetzt auch seine Chance für das Fangen und wieder wegwerfen. Wechselschau. Versuch mal für uns. Sehr schön. Super, gefallen. Und jetzt wirft er ihn weg. Zack, wieder aufgefangen an den Leinen und geht weiter. Machen wir einen kleinen Applaus für die drei Jungs. Und wir machen eine Musik an und guckt ihn einfach mal zu, lasst das auf euch wirken. Und ihr seht, da habe ich das komplett um den Rumpf fliegen können, ist der Beweis, dass da wirklich so gut wie unverhofft ein Wind ist, alles aus Bewegung kommt.